Herzlich willkommen zurück zu Frontier Lightyear. Ja, heute geht es wieder um einen kleinen Guide. Und zwar befinden wir uns aktuell in der Gebirgsküste. Ich habe sie leider noch nicht offengelegt, aber man kann es gut erkennen, denke ich mir mal, wo ich hier gerade bin. So sieht der Eingang aus. Und hier werden wir dann jetzt auch reingehen. Wir möchten das Folgende freilegen. Wir holen uns alle 8 Artefakte in der Gebirgsküste, um die Bergkammer freizuschalten. Also fangen wir mal an. Wie gesagt, wir gehen erstmal mit dem Kleinen raus, weil der Große hier nicht durchkommt. Und dann befinden wir uns in einer vergrabenen Kammer, sage ich mal. Da ist es egal, wo ihr als erstes entlang geht. Ich gehe mal als erstes rechts entlang, da könnt ihr hier hochspringen. Und zwar direkt rechts von euch ist hier dieses Podest, wo ihr drauf springen könnt. Da findet ihr direkt das erste Artefakt. Reden muss man auch können. Dann, wenn ihr hier rüber springt, findet ihr direkt das zweite Artefakt. Dann könnt ihr euch einmal herumdrehen, wieder zurück nach unten springen. Dort findet ihr dann hier freiliegend das dritte Artefakt. Dann einmal hier rechts drunter drehen, da findet ihr dann das vierte Artefakt. Einmal nach links drehen und hier in diese Ecke reingehen, da befindet sich das fünfte Artefakt. Dann geht ihr hier aus diesem ganzen Kladderadatsch wieder raus, hier rechts ist nichts mehr drin. Dann könnt ihr jetzt nach rechts oder nach links gehen, ich gehe mal nach links. Und da seht ihr schon hier hinten das nächste Artefakt schimmern. Das wäre dann die Nummer 6. Dann einmal wieder zurückgehen zum Anfang in Anführungszeichen und hier links in die kaputte Kammer, sage ich immer, springen. Und dann könnt ihr hier hochspringen und hier vorsichtig drüber laufen und am Ende rüberspringen. Wenn ihr nicht so weit gesprungen seid, dann könnt ihr euch das siebte Artefakt sichern. Und von hier aus seht ihr schon auf der anderen Seite das letzte Artefakt. Hier auch ein bisschen vorsichtig sein, damit ihr hier nicht runterfällt. Damit haben wir alle Artefakte gefunden und die Bergkammer freigeschaltet. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Guide helfen konnte. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und ich sage dann einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.